Servus Leute, Embers hier nochmal. Jetzt ist es doch zu später Stunde. Ich hatte ja jetzt beim letzten Video die ganzen Charts aufgemacht. Bisschen im Internet rumgesurft, mal geschaut, was es da so Neues gibt. Und wie man hier sieht, ich habe ganz viele Keys nochmal eingeben können. Und nochmal ein paar Charts, zumal ich auch dann durch diese Quest, durch dieses einfach, also diesen einen hier wöchentlich und so weiter. Kurzum, ich habe nochmal 15. Ja, und die möchte ich jetzt einfach gerne nochmal nach und nach aufmachen, dass ich vielleicht nochmal doch ein Negi bekomme, weil es hat mich doch schon etwas gewurmt und deswegen mache ich das auch ohne Kamera, weil es etwas später ist, aber ja, es muss einfach sein, ich brauche ein Negi. Verdammt nochmal. So, also das ist schon mal keiner. Weiter geht's. Ach, geht es so einzeln? Ich dachte, es geht einen Tick schneller. Aber ich will jetzt hoffentlich. Gnash ist jetzt keiner. Also langsam bekomme ich. Ach, kann ich auch erneut beschwören gehen? Dann geht es wahrscheinlich direkt. Okay, testen wir gleich nochmal. Drogo, das ist auch ein Lauch, habe ich schon getestet. Ah, okay, so kann ich mir den Klick dann unnötig sparen. Das ist auch nix. So. Also ich hatte hier dann anscheinend echt richtig Lack beim ersten Mal, wo ich dann für dieses. Für diese Storyline mehr oder weniger einfach mal so einen Zehnerpull machen musste und dachte, komm, gucken wir, was bei rumkommt. Schade ja nicht, auch Champions zu bekommen, und gleichzeitig mache ich dann diese Quest und es dann da einfach so ein Hex dabei rauskam. Der hat mich natürlich übelst gepusht gehabt und genauso gerne würde ich jetzt nochmal jemanden haben wollen, der mich nochmal so pusht. Und mein großes Problem ist, ich würde gerne auf Stufe 8 diesen XP-Farm da machen. Oh gut, den hat man ja schon. Den XP-Farm. Nur fehlt mir so einfach AOE-Schaden, damit ich die Wellen bekomme. Also ich habe mit Yttril und Hex natürlich. Boah, jetzt bekomme ich die ganzen Starter. Super Spitzen-Damage, aber in großen Massen hilft mir das recht wenig. Da kommen immer ein paar durch. Und von den Soleil. Wächter, höllisch. Gucken wir mal gerade, was sie kann. Sie hat ein Gegner 100 Damage. Okay, das ist überschaubar. Erstmal die Passive. Angriffintervall erhöht sich um 30%, während der Grundangriff dauerhaft. Zwei Feuerbälle, schnelle Folge, abzuwenden, jeweils 80 Damage verursachen. Okay, jeder Angriff prallt an bis zu 5 Zielen ab und verursacht an jedem 130. Dieser Effekt hält. Okay, das ist natürlich so mal ein bisschen AOE-Schaden, immerhin etwas. Aber ja, ich könnte jetzt gleich nochmal checken. Ich vermute mal, das wird jetzt auch nicht die Welt sein. Das wird aber auch nicht zu pessimistisch klingen. Durchbohrer. Oh, komm, please. Drei. Ein Legi kann dabei sein. Positiv denken. Halte mal. Und Voltus. Also meinen Starter habe ich jetzt auch nur, glaube ich, auf 4 Sterne. Das reicht. Da will ich auch nicht weiter investieren. Aiden. Also, ich habe es echt versucht. Aber es hat nicht sollen sein. Hier geht nichts mehr. Alles klar, Leute. Ich hoffe, ihr hattet mehr Glück. Ich bin raus.